So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Das lief ja nicht so gut letztes Mal. Wir versuchen uns weiter an Eve Boswash, beziehungsweise wenn der nichts wird, dann halt weitergehen. Über Beast. Aber der Anfang von Eve ist halt so nervig. Ja. Ja, komm, wir probieren's. Vielleicht kommt ja noch was bei rum. Vielleicht auch nicht. Okay, das ist ein cooler Anfang, weil da ist ein Tears-Up dabei. Das ist ein geiles Item und es ist ein Tears-Up dabei. Das ist sogar ein sehr geiles Item. Ich mag das sehr. Ich mag diesen Splash-Effekt mag ich sehr. Das könnte doch jetzt mal was werden. Muss halt aufpassen, dass ich nicht wieder die Viecher sofort verliere. Das ist was, worauf ich sehr aufpassen muss. Weil das passiert mir viel zu oft, dass die wieder weg sind. Und es ist auch jedes Mal der Grund, warum es scheitert. Wir hatten in dem einen Run so viele Viecher und es waren so geile Synergien einfach, ne? Und dann hat mir halt dieser eine Boss alles genommen. Okay. Schön, da ist ein HP-Up dabei. Dann können wir vorher mal eins generieren. Okay. Ja, nö. Die Devil Corn will ich eigentlich ja nicht haben. Das war doch das. Das war doch, dass die Itemräume dann zu Dings werden, ne? Zu Satan-Deals. Genau. Nee, das fühle ich jetzt nicht so. Das fühle ich jetzt nicht so. Das lassen wir gleich hier liegen. Das will ich nicht haben. Da wir in der ersten Ebene sind, würde ich trotzdem jetzt noch mir die Zeit nehmen wollen, um den Shop mitzunehmen. Der dürfte ja gleich kommen. Oha. Jetzt haben wir keinen Schlüssel. Und mit dem Schuss, den wir aktuell haben, sollten wir auch recht schnell und recht gut durchkommen. Also das dürfte jetzt auch nicht allzu viel Zeit kosten, das zu machen. Oh, unbekannte Pille, Risiko. HP up, nice. Range down war nicht so schlimm. Wird wahrscheinlich nichts für den Schlüssel, aber es wäre mir ein Vergnügen, den Schlüssel kaufen zu können. Wir können den Schlüssel kaufen. Sehr schön. Jetzt kann ich auch die Kiste da unten öffnen und die ist jetzt sogar eine Better Loot Chest geworden. Hervorragend. Sehr gut. Okay, und jetzt haben wir so viele rote Herzen, dass ich mir auch noch den Zutritt in den Curse Room zutraue. Optimal. Dann haben wir gleich schönen Schutz für den nächsten Abschnitt. Okay. Das ist doch mal ganz schön bisher. Zeitlich habe ich natürlich jetzt ganz schön rumgetrödelt, weiß ich selber, aber ist okay. So, weiter. Einfach weiter, weiter, weiter. Na, oh boy. Der hat mich aber böse gefordert. Zum Glück hat es die Viecher nicht in die Luft gejagt dabei.
Okay. Wir können direkt reingehen. Schöne Sache. Boah, langweilige Sache, aber ist in Ordnung. Besser als Müll. Risiko. Weg! Uff. Hat der meine Viecher reduziert? Oder habe ich das jetzt. Ist mir das nur. Kommt mir das nur so vor? Also, wir kommen auf die Art und Weise recht schön und schnell durch die Räume durch. Das ist bisher in Ordnung. Jetzt gibt es eigentlich direkt nur noch. Ja, theoretisch noch einen Shop, aber ich würde, wenn ich jetzt den Boss. Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt den Boss direkt finde, würde ich direkt zum Boss gehen. Aber wir können natürlich, jetzt wenn wir schon beim Shop sind. Wow, da hat es einmal böse geleckt. Weiß nicht warum. Okay, sehr schön. Das nehme ich mir doch direkt mit. Das nehme ich mir auch mit. Ich glaube nicht, dass wir genug Geld zu... Nee, ich glaube nicht, dass wir genug Geld zusammenbekommen für... für das Verdopplungs-Item, auch wenn ich das gerne hätte, weil es halt ein geiles Item ist. Aber ich glaube, ja, ich werde direkt beim Boss ankommen und dann kann ich mir das nicht mehr leisten. Habe ich zu spät gesehen. Nicht, dass ihr denkt, ich würde die Kerze dem vorziehen. Ich habe es wirklich zu spät gesehen. Mit drei Bomben könnte ich es natürlich trotzdem probieren, dran zu kommen. Ne? Also, wenn jetzt hier wirklich was Geiles ist, was ich verdoppeln würde. Okay, das müssen wir nicht verdoppeln. Also, das müssen wir wirklich nicht verdoppeln. Dann passt es so. Fünf Minuten. Das ist, zeitlich sind wir ganz gut. So, wo ist der Pin? Da ist er. Ist auch nur der eine, ne? Sehr schön. Die Flamme ist jetzt zusätzlich eine sehr schöne Unterstützung, um Räume zu klären. Das macht schon nochmal vieles... vieles deutlich angenehmer, muss ich gestehen. Da sieht man auch. Ja, sehr schön. Also gerade in der Situation jetzt mit ihm Charakter hier ist die Flamme schon nochmal was, wo ich... Wie mache ich das denn jetzt hier? Da muss ich ja gar nicht rüber. Was will ich denn da? Wo ich schon das Gefühl habe, dass ich sie hier, glaube ich, schon sinnvoll einsetzen kann. Weil bei vielen Kämpfen muss man ja sagen, oder bei vielen Charakteren muss man ja sagen, teilweise... nutzt man sie dann gar nicht mehr so wirklich, aber in dem Fall ist sie tatsächlich schon nützlich für mich noch. Ach, dachte, es war ein Gegner. So ein Gegnerpilz, aber es war kein Gegnerpilz. Vor allem, wenn ich jetzt meine Viecher wieder verliere, habe ich immer noch die Flamme als gutes Backup. Das ist schon ganz gut. Wow. Okay. Ja, komm, wir gehen rein. Wir gehen rein. Kraftarmband auch geil, aber... Achso, wir müssen sprengen wegen Engelraumchance. Habe ich ganz vergessen, siehst du? Wow. Raus da. Okay, erst Boss. Raum. Okay, dann nehmen wir den gleich mit. Geh weg! Drecksvieh, ey. So. Eine Sache probieren wir ganz schnell. Endlich mal wieder ein Treffer. Hatten wir schon lange nicht mehr. Und ein sehr guter Treffer, denn wir haben ja nach wie vor die Better Loot Chests. Da ist es schon wichtig, sowas hier zu öffnen. Okay. Der hat überhaupt nicht viel Energie. Das sollte
Engelraum technisch funktionieren. Also wir sollten zumindest die... Ja, okay. Wir sollten die Wahrscheinlichkeit nicht verlieren. Das war, was ich sagen wollte. Dass wir natürlich nicht zwingend den Engelraum bekommen müssen, ist klar. Ich will trotzdem den Itemraum noch schnell mir nehmen. Also der muss schon noch sein. Der wird auch gleich hier irgendwo jetzt kommen. Ja, perfekt. Das war, was ich meinte. Der muss da gleich irgendwo kommen. Der kann nicht weit weg sein. Perfekt. Schönes Item. Nehmen wir mit. Hier noch was drin. Nix. Gut, dann Abflug. Okay. Jetzt könnte ich mir zum Beispiel hier die einmal die Münze holen. Und den Schlüssel. Sehr schön. So. Zeit. Voll in Ordnung. Voll in Ordnung. Okay. Wäre doch schön, wenn wir jetzt nicht nochmal... Boah, ich hasse diesen Raum. Nice. Wäre doch schön, wenn wir jetzt nicht nochmal irgendwie Pech hätten. Aber was heißt Pech? Wenn wir einfach mal gut spielen würden. Und jetzt hier auch ordentlich durchkommen. Kann ich mit dem Ding das eigentlich auch öffnen, die Kiste? Nein, okay. Weil da wären jetzt so viele Items, die da drüben auftauchen würden, wenn ich die Kiste aufbekommen würde, ne? Die könnte ich mir alle fetchen. Aber wenn der natürlich die nicht aufmacht, dann geht das natürlich nicht. Das ist ganz klar. So. Kriege ich die Kiste da? Na, bis die Kiste da rauskommt. Also, die würde ich mir nehmen. Die würde ich mir nehmen schnell. Denn auch die macht ja Better Loot Chests draus, so. Aber an die da oben komme ich wahrscheinlich nicht ran. Ich kann mal eine Bombe versuchen reinzusprengen, aber die wird mir wieder rausflutschen und das ist dann... Ja, nee, das ist, was ich meine. Nee, das machen wir nicht. Wenn ich ein schönes Trinket bekomme, das... Ah, fuck! Wenn ich ein schönes Trinket bekommen sollte, dass ich da drin rumlaufen kann, dann gerne, dann können wir es gerne probieren. Aber so wie es aktuell aussieht, bin ich da nicht dafür. So, erstmal generieren schnell wieder ein paar Viecher. Und jetzt ist schon wieder der Punkt gekommen, wo ich schon wieder meine Kerze kaum einsetze, ne? Weil ich halt schon wieder ganz andere Sachen habe. Das ist das, was ich meinte, dass die Kerze teilweise nicht mehr so oft zur Verwendung kommt. Ach, komm schon. Oh, du wieder. Du hast mir vorhin böse wieder... Du machst immer böse Sachen mit mir. Egal, wann ich gegen dich kämpfe, du machst immer böse Sachen mit mir. Bist so ein richtiger Nemesis-Gegner von mir, ne? Du wirst mir jetzt auch wieder die Engelchance versauen. Ich sehe das kommen. Nein, wirst du nicht. Engel! Sehr schön. Noch einmal schnell hier alles generieren, dass ich die Herzen einsammeln kann. Okay, los geht's. Sehr geil. Und wir haben richtig viel Geld. Wir haben richtig viel Geld. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Perfekt. Dann mache ich jetzt hier auch keinen Kampf mit dem. Jetzt fange ich jetzt gar nicht an. Haben wir den Itemraum mitgenommen? Wir haben noch keinen Itemraum mitgenommen. Aber will ich jetzt... Wir sind in 2. Wir haben 11 Minuten. Wir bekommen jetzt jedes Mal den Engelraum am Anfang. Lasst mich noch schnell Itemraum und so Sachen suchen. Das sollte zeitlich alles drin sein. Das ist auch voll in Ordnung, weil es bedeutet mehr Geld. Aber dann muss ich jetzt... es sind so viele Wege. Es sind zu viele Wege. Es sind zu viele Wege. Ich gehe nicht. Ich suche den Itemraum nicht mehr. Ich suche den Itemraum nicht mehr. Es sind zu viele Wege.
Zu viele Möglichkeiten. Dies. Ach nee, stopp. Schlechte Idee. Aber wobei, wenn ich jetzt getroffen werde, ist der eh... Ja, dann geht er eh als erstes drauf. Okay, wir versuchen mal kurz noch an blaue Herzen zu kommen. Okay, perfekt. Dann haben wir noch einen Schutz vor dem weißen Herz, bevor das getroffen wird. Gut. Achso, ich kann das mitnehmen. Ich dachte, ich kann nur eins kaufen. Ich kann beide kaufen. Oh mein Gott. Yo, da wird man ja richtig reich. Holy shit. Das grundsätzlich, aber gerade nicht. Vor allem nicht, wenn ich hier schnell durch will. Jo, durch das Prisma ist es jetzt nochmal viel krasser, wenn wir das Immaculate aktiviert haben. Weil wir da so einen richtigen Tierschutz um uns rum haben. Cool. Also jetzt schnell hier durch. Ich würde jetzt auch, wenn ich jetzt nicht den Itemraum sofort finde, ich nehme ihn nicht mehr mit. Ich nehme ihn nicht mehr mit. Das Engel-Item, was wir dann nachher bekommen, ist wahrscheinlich eh noch mal krasser. Da werde ich jetzt nicht meinen Bosswasch riskieren. Shit. Ja, komme ich damit? Ich komme da gar nicht rein in die Mitte, ne? Ne, komme ich nicht rein. Keine Chance. Hier geht's nicht weiter, das ist schlecht. Aber es sind zum Glück keine schwierigen Gegner. Unbekannte Pille. Puberty voll in Ordnung. Klingt erst immer komisch, ist aber gut. Ich habe einige Viecher verloren, ich merke schon. Aber ich kann jetzt gerade keins setzen, weil ich dann, Dings verlieren würde. Also ich kann gerade keine neuen generieren, weil ich dann mein weißes Herz verliere. That's the problem. Okay, wir haben nichts, wir haben keinen Itemraum gefunden. Scheiß drauf. Nicht getroffen, schade. Macht aber gar nichts. Er wird von allen Seiten penetriert. So. Okay, okay, da braucht man nichts. Ich gucke nur kurz, ob hier... Nein, dann Abflug. Wir gehen direkt weiter. Ich habe nicht so viel Geld jetzt für den nächsten Engelraum. Aber es wird schon ausreichen, um was zu kaufen. Es wird schon ausreichen. Ich muss halt auch auf meine Zeit gucken. Nice. Optimal. Ist doch alles in Ordnung. Ist doch alles in Ordnung. So. Diesmal sollten wir den Boss wahrscheinlich bekommen. Ja, doch. Ziemlich sicher. Scheiße. Da brauchen wir gar nichts kämpfen. Und auch hier wieder, wenn ich jetzt nicht sofort den Itemraum mitnehmen sollte, auf irgendeine Art und Weise. Freundlich ausgedrückt, scheiß ich drauf. Oh boy. Okay, wir haben alles besiegt, dann gehen wir hier vorsichtig durch. Sehr schön. Shop brauchen wir gar nicht betreten. Arcade brauchen wir auch nicht betreten. Boss. Aber jetzt haben wir noch 4 Minuten. Also, okay, Entschuldigung. Ich korrigiere meine Aussage.
Wir haben noch so viel Zeit. Dann kann ich auch nochmal losziehen und den Raum suchen. Also ich glaube, das seht ihr auch, ne? Planetarium, oh mein Gott! Beste Entscheidung, nochmal loszuziehen, auch wenn ich gerade mein Knochenherz verloren habe. Terra! Oh mein Gott! Geh vorsichtig, nicht jetzt hier übertreiben. Trotzdem mal auf die Zeit gucken. Da ist er. Gut, perfekt. Da noch schnell rein und dann Abflug. Na, in einem normalen One, der jetzt nicht speedy aufgebaut ist, würde ich jetzt... Oh, toll. Würde ich jetzt natürlich noch krasse Sachen suchen, wie zum Beispiel den Geheimraum. Aber die Zeit haben wir jetzt halt einfach auch gar nicht mehr. Ich kann mal kurz hier hochschießen. Nee, kann ich nicht. Mal kurz hier rumschießen noch. Nee, aber 2 Minuten noch. Alles gut, wir hauen ab. Ich hab, was ich wollte, ne? Wir generieren kurz ein paar Viecher. So, und dann sollte das Marm ordentlich aufs Maul geben. Shit. Ja, schön, schön da oben. Sehr geil. Okay. Bossraum ist offen. Ich würde, da es eh egal ist, wohin wir weitergehen, ich würde Damage mitnehmen. Na, ein schönes Damage-Up. Es ist sonst kein Raum offen, ne? Kein Dings oder so. Okay. Gut. Ach, jetzt haben wir hier auch den Scheiß-Mist-Dings. Okay, dann nehme ich den Knochenbogen. Dann nehme ich den Knochenbogen von den Sachen, die da sind. Vorher ein bisschen was gerne. Ah, wir können hier vorher schon aufräumen. Okay. Das setze ich auch gleich ein. Oder ich setze es ein, wenn es nötig, wenn ich merke, dass es notwendig ist. Ich weiß es nicht. Den machen wir auch schon mal weg hier, die ganzen Stachelsteine da. Weg mit euch. So. Okay. Und ich muss merken, hier am Rand und hier am Rand sind Stacheln. Okay. Das ist ja frech. Na gut. Ja, wir setzen Amphys ein, wenn es notwendig ist, denn ich muss ja bedenken, ich will ja auch noch zu Hush. Das Problem ist halt, ich sehe jetzt hier nichts. Das ist ein bisschen kacke. Also, dass ich nichts sehe, ist echt kacke. Es wäre sehr wünschenswert, irgendein... Alter! Es wäre sehr wünschenswert, irgendeinen Effekt zu bekommen. Ja, komm, scheiß drauf. Irgendeinen Effekt zu bekommen, der das hier beschleunigt. Der das hier erhell macht. Hier machen wir erstmal dich weg. Dann machen wir dich weg. Sehr schön. Herzen, sehr gut. Was ein Feuerwerk an Farben. Ah, jetzt habe ich wieder alles Mögliche verloren. Dann regenerieren wir ein paar Viecher. Ging auch überall Herzen rum. Ich sehe halt leider gar nicht mal alle Herzen. Das ist so ein bisschen das Problem. Sonst würde ich wahrscheinlich mehr einsammeln können.
Sehr schön. Nicht so schön. Ich bleib dabei, Darkness und Boss Rush ist eine Kack-Kombination. Lieber Engel, kannst du nicht mal einfach hell machen? Du bist doch ein Engel. Du bist doch Licht. Wie wär's, ha? Nein? Schade. Oh, zwei von denen. Okay. Da war wieder ein Herz. Sehr schön. Du musst gleich weg, weil dich hasse ich. Ich weiß auch wieder genau, warum. Mach weg, mach weg. Ja, nice. Weg mit dir. Du bist nicht so schlimm. Hast mir als Dank auch gleich ein Herz hinterlassen. Ja, Mann. Ach, komm, jetzt schießt der da wieder durch die Gegend. Rexvieh! Okay, hier sind seine Viecher, die müssen weg. Da muss er weg. Mann! Hör auf, Sachen zu spawnen. Wann haben wir's denn? Ja, so wird es nichts mit Hasch. Wenn ich nicht aufpasse, wird es auch nichts mit Bosswasch. Aber wie sollen wir denn hier noch was sehen? Scheiße. Er angerannt. Da ist er. Kommt er wieder angerannt. Der ist weg. Scheiße. Nein! Oh, das darf nicht wahr sein. Das war so gut, aber ich sehe einfach nichts. Ah! Mist. Aber das war gut. Also gut im Sinne von, das Spiel hat mich sehr lieb gehabt. Bis auf die Darkness. Da hat mich das Spiel nicht mehr lieb gehabt. Ach, Manno. Aber das waren wirklich Treffer. Ich kannte nichts sehen. Mist. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.